Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Kulturfonds des Kantons Glarus. Ich bin Walter Hauser, Präsident der Anna Göldi Stiftung. Anna Göldi ist als letzte Hex in Europa in die Geschichte eingegangen. Sie ist im Juni 1782 hier zu Glaris am Fuss des Galgenhügels durch das Schwert hingerichtet worden. Aufgrund des Steckbriefpolizeilichen von 1782 wissen wir, wie die Magd Anna Göldi ausgesehen hat. Bleiches Gesicht, grosse Statur, schwarze Haare. Anna Göldi war das Kindermädchen vom Anna Mikeli. Schau mal, was ich gefunden habe. Eine Kuffer. Das Kind hat eines Tages Stecknadeln erbrochen. Man hat Anna Göldi dafür verantwortlich gemacht, sie hat das Kind verhext. Man hat sie gefangen genommen, ihr den Prozess gemacht und sie so lange gefoltert, bis sie gestanden hat. Nach heftigen Debatten hat man sie dann zum Tod verurteilt. Das Schicksal von Anna Göldi bewegt bis heute. Sie ist 2008 durch das Kantonsparlament rehabilitiert worden. Dank Swisslos haben wir die grossartige Anna Göldi-Ausstellung hier zu Glaris realisieren können. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.